Wenn ich meine Wissenschaft nicht als Aktivismus leben dürfte, Menschen zu bewegen, dann würde ich das hier nicht weitermachen wollen. Ich denke, das ist ein sehr schmaler Grat. I think that we academics have a pretty mediated relationship to social and political change. Als Wissenschaftler und als Zeithistoriker würde ich mich nicht zu aktuellen Vorgängen äußern. Also vom Anspruch her ist es natürlich so, dass es mir erstmal darum geht zu analysieren. Also ich erhebe die Dinge, ich zähle im Grunde genommen. Also wir sehen uns mehr, wenn Sie wollen, wie ein Arzt, der einen Patienten untersucht, wie gut geht es ihm. Und versuchen dabei zu vergessen, dass wir selber dieser Patient sind. Sondern wir schauen diesen Patienten an und analysieren einfach, was passiert, um daraus möglichst objektiv die besten, wenn Sie wollen, Behandlungsmethoden zu entwickeln und zu kommunizieren. Aber es bleibt natürlich, weil man ja keine Maschine ist, nicht aus, dass man sich auch dazu verhält. Sobald ich mich politisch stark engagiere, verliere ich diese Unschuld, diese politische Unschuld. Also ich werde heute auch zur Demo gehen, aber ich glaube nicht, weil ich Wissenschaftler bin, sondern weil ich Bürger bin und weiß, was los ist. Die Persönlichkeit Wissenschaftlerin und das ich irgendwie, dass ich etwas verändern möchte, liegt halt sehr nah beieinander. Und das heißt, dass man auch immer gefordert ist, offen zu legen, wo man eigentlich gerade steht, wie man sich dazu positioniert, um natürlich auch zu verhindern, dass die eigene Meinung sozusagen direkt die Ergebnisse beeinflusst oder zumindest anderen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wo man eigentlich steht. Also es gibt ja die Idee des Experten. Der Wissenschaftler ist Experte, der kann als Berater fungieren und kann also Leuten, Akteuren in der Politik oder sozialen Bewegungen oder so mit Rat und Tat, aber mehr mit Rat als mit Tat, zur Seite stehen. Also als Wissenschaftler sehe ich mich tatsächlich in der Rolle, politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse zu unterstützen, durch Wissen, durch das quasi Ausarbeiten von Optionen und von Pfaden, über die die Gesellschaft dann entscheiden kann und muss. Man muss dann als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler sehr genau auch überlegen, was ist eigentlich die Rolle, die man da als Experte, also was ist die Rolle von Expertise in politischen Entscheidungsprozessen? Die Rolle von Expertise sollte es eigentlich nicht sein, bestimmte konkrete Entscheidungen vorzugeben, mit zu beeinflussen. Die Rolle von Expertise sollte eigentlich sein, denjenigen, die zu Entscheidungen legitimiert sind, bestimmte Handlungsoptionen in einer Breite, ja, und mit unterschiedlichen Konsequenzen, die daran geknüpft sein können, aufzuzeigen. Nicht? Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Gutachten von irgendeiner Erdölfirma bekommen, dann trauen Sie dem weniger, als wenn das ein Gutachten ist, was von einer neutralen, objektiven Wissenschaft kommt. There's a very small percentage of scientists who will argue that there's either not anthropogenic climate change or more commonly now that it's not of crisis proportions. 99% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befassen, sind davon überzeugt und können das dokumentieren, wie ich vorhin schon geschildert habe, dass der Klimawandel, den wir heute beobachten, ganz überwiegend vom Menschen geprägt ist. I think that because the overwhelming majority of the scientists believe that it's a crisis, overwhelming, right? 98% of climate scientists. And because the dangers of not responding if it is a crisis are so high, I think it makes perfect sense that we take seriously the mainstream view.